Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Ich befinde mich immer noch im Polizeihauptquartier, genauer gesagt von der Taskforce 29 in Prag. Ja, wir haben da so ein kleines Problem mit dem ganzen Spaß hier in der Stadt, denn die Staatspolizei hat die Stadt abgeriegelt. Und das macht natürlich alles doppelt und dreifach kompliziert, wenn man sich irgendwie versucht, durch die Stadt zu bewegen. Ja, das kannst du laut sagen, Kumpel. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas abgreifen kann. Die sind hier alle so ein bisschen maximal frustriert, fürchte ich. Oh Mann. Ah, Duncan McGrady. Ah, der ist ja da, oder? Nee. Duncan? Auch nicht. Okay. Oh, hier ist ein PDF. PA. Da. Das nehmen wir mal mit. Mal gucken, was da drin steht. Straßengeschütze. Von R. Gaffney an Debbie Connolly. Mrs. Connolly, heute Abend wird Prag das Kriegsrecht ausrufen. Bitte beachten Sie, dass das ausnahmslos auch für alle Ihre Leute gilt. Im Laufe des Abends werden auf den Straßen Geschütze zur Abwehr augmentierter Aggressoren in Stellung gebracht. Sollte die TF-29 aufgrund außergewöhnlicher Umstände Zugriff auf unser Sicherheitshub benötigen, lautet das Passwort Optikiller 001. Wow. Leutnant R. Gaffney, PCR für externe Kontakte Prag. Optikiller 001. Na, das ist ja mal sehr nice. Okay. Klasse. Habe ich den hier schon gehackt? Ja, hatte ich. Oh, ist das neu? Von Warren Lee an Hans Gerber. Betreff tickende Zeitbombe. So, wieder eine Mission mit Jensen, wieder Todesopfer. Wenigstens hat er sich diesmal Macs Befehl nicht offen widersetzt, so wie bei der ersten Mission. Ich verstehe nicht, warum Miller zulässt, dass Jensen Mac derart unterminiert. Nur weil er ein Opti ist, verdient er doch noch keine Sonderbehandlung. Von Hans Gerber zurück an Warren Lee. Ich war dabei. Sie nicht, Jensen war nicht der Grund für das Scheitern der Mission und ohne ihn wäre es noch schlimmer ausgegangen. Bei allem Respekt für Mac, wenn er will, dass Jensen sich ins Team integriert, muss er ihm auch das Gefühl geben, dass er dazugehört. Jensen ist seit 6 Monaten dabei und hat bewiesen, was er drauf hat. Genau, recht hat er. So, von Hans Gerber an Warren Lee. Unsere Kollegin und Freundin Jana Nimi musste vor 6 Monaten im Einsatz ihr Leben lassen. Zu diesem Anlass trommel ich alle für einen Drink zusammen am Donnerstag um 20 Uhr im Irish Stool. Und dann kommt die Aktualisierung. Da alle wegen des Anschlags in Arbeit ertrinken, verschieben wir die Sache. Ich melde mich, wenn es einen neuen Termin gibt. Okay. Ja, gut, ne? Leute, momentan ist es auch so ein bisschen ungesund, hier saufen zu gehen. Ganz ehrlich. Ich glaube, die Dinger hier habe ich schon alle geknackt, hä? Und alles geklaut, was man klauen konnte. Ja, scheiße auch. Egal, macht ja nichts. Kriegen wir hin. Oh, E-Book? Habe ich das schon gelesen? Taskforce 29 Leitbild. Okay. Zum Schutz und zur Wahrung des internationalen Friedens in einer ungewissen und sich laufend verändernden Welt hat die Taskforce 29, im folgenden TF-29 genannt, die Aufgabe, Bedrohungen rund um den Globus zu beseitigen und den böswilligen Absichten und Handlungen derer entgegenzutreten, die unsere Personen, Gemeinden und Regierungen schädigen oder stören wollen. Um diese Mission zu erfüllen, ist es unsere ständige Pflicht, eine reaktive Liste von Personen und Organisationen zu führen, die illegaler oder terroristischer Aktivität oder der Absicht zu Schaden anzustacheln oder zu destabilisieren verdächtigt oder beschuldigt werden. Bedrohungen, ob bestätigt oder verdächtig, auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu überwachen, den lokalen, nationalen und internationalen Terrorismus zu bekämpfen, sowohl vorbeugend als auch reaktiv, um Frieden und Stabilität in der Welt zu sichern. Ermittlungen zu verübten Anschlägen durchzuführen, um zukünftige Anschläge zu vermeiden und die Täter gemäß internationaler Abkommen anzuklagen und zu inhaftieren. Die Überwachung und gesetzmäßige Wartung wichtiger und/oder sensibler Grenzkontrollen oder Teilungsbegrenzer zu unterstützen, einschließlich Gebieten zur getrennten Unterbringung von Augmentierten. Die nationalen Grenzüberwachungsbehörden bei der Verhinderung und Identifizierung von Fälschungen zu unterstützen. Okay, das hatte ich bisher auch noch nicht gelesen. Meine Güte, habe ich das total übersehen. Krass.
Was habe ich denn noch alles übersehen? Ich hoffe jetzt mal nicht so viel. Duncan McReady? Oh, Aktentasche durchsuchen, nichts drin. Wir können ohnehin nicht genau vorhersagen, was passiert. Können wir hier rein? Ja, können wir. Okay. Aber dem seine Bude habe ich doch schon mal angeguckt, das weiß ich noch. Anfang der Woche Dutzende unschuldige Reisende getötet hatten. Haha, okay. Ja, da merkt man mal wieder, die Zeit geht voran. Sie heißt Alison Stanek und ist offenbar eine religiöse Fanatikerin und Anführerin der sogenannten Kirche des Maschinengottes. Die Polizei hat sie und mehrere ihrer Anhänger nach einer umfassenden Untersuchung im Hauptquartier des Kultes festgenommen. Wenn Sie mich fragen, ist das eine echt gute Nachricht. Sie mögen Batterien haben, aber wir haben dies. Ashanti Energy Drinks. Okay. Das ist ja mal richtig übel. Aber cool, dass die Dinge, die wir tun, tatsächlich auch Einfluss auf die Nachrichten haben. Finde ich ziemlich witzig. Hallo Jim Miller. Ja, der flucht gerade mal wieder über irgendjemanden. Da gehen wir jetzt nicht rein. Sonst kriegen wir wieder auf den Kopf. So. Dann denke ich mal, sind wir hier auch so gut wie durch. Ist nichts groß Spannendes mehr zu tun. Nein, habe ich nicht. Wofür bist denn du? Analyst? Es ergibt keinen Sinn, dass die Dwali mit der Art kooperieren. Sie sind schließlich keine Terroristen. Das Gebäude ist das einzig mögliche Ziel. Das ist wie Flöhe hüten. Okay. Hallo, Delara. Ich weiß gar nicht, warum ich immer das Schlimmste befürchte. Naja, im Moment stimmt das schon ziemlich. Dass irgendwie ziemlich viele Sachen ziemlich doof sind. Ah, Daniel Fletcher. Habe ich mit dir noch geredet? Muss ich mit dir noch irgendwas reden? Ich hoffe mal nicht. Ah, hier ist dieser... das Ding, das ich nicht aufkriegen werde. Huch. Ablagebox, Schublade. Ach nee, hier ist nichts mehr drin, klar. Habe ich alles schon durchstöbert. Kann ich mit denen noch reden? Mal gucken. Smiley, alles klar bei Ihnen? Bei mir? Was ist mit Ihnen? Nach Ihrer kleinen Aufklärungsmission geht sofort mit Feuergefechten auf der Straße weiter. Ich komme schon klar. Dann sind Sie optimistischer als ich. Ich habe Dr. Tellis Ruckers Autopsiebericht durchgesehen und der Pathologe hat anscheinend nichts gefunden. Kein Gift, keine Bakterien, kein Toxin in seinem Organismus. Die offizielle Todesursache lautet nicht eindeutig. Nicht eindeutig? Ich habe ihn sterben sehen und weiß, dass es Marchenko war. Sie müssen was gefunden haben. Das dachte ich auch. Also habe ich mir einen früheren Entwurf des Berichts besorgt. Dort stand zwar auch keine Ursache, aber zumindest der Effekt. Eine unbekannte Fremdsubstanz hat Proteinstränge angegriffen und verformt. Den Rest hat dann das Immunsystem erledigt. Genau. Zuerst sind die Zellwände angeschwollen, dann übertrug sich die Verformung auf die Nachbarzellen. Der Effekt pflanzte sich fort, erreichte das Gehirn und das war's dann. Geh nicht über los und ziehe keine 4000 Credits ein. Und diese Spekulation steht nicht im endgültigen Bericht des Pathologen. Für die ist der Fall damit abgeschlossen. Aber nicht für Sie, stimmt's? Wenn eine unbekannte Substanz Menschen in wenigen Minuten tötet, will ich wissen, was das ist. Und ich werde es rausfinden. Meine Anfrage wurde geblockt, aber Miller sagt, Mendeley würde ein paar Telefonate führen. Bleiben Sie dran. Keine Sorge. Um mich aufzuhalten, muss schon jemand anders kommen als die Staatspolizei. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Danke, Smiley. Wir reden später. Naja, das letzte Mal hat ihn die Staatspolizei auch ziemlich gut aufgehalten, nämlich dadurch, dass sie ihn einfach nicht zum Tatort gelassen hat. Da mussten wir dann wieder ran, Aber gut, immerhin, er ist motiviert und er will die Sache lösen. Ich könnte ihm ja die Probe geben, aber ich fürchte, das lässt das Spiel nicht zu. So von wegen, hier, guck mal rein, ich hab da was für dich. Oh, mit Aria habe ich schon eine Weile nicht mehr geredet, mal gucken. Hallo? Sie versuchen, sie abzuriegeln, aber ich konnte die Staatspolizei umgehen. Gut für Sie, wir brauchen nicht noch mehr Blut, es wurde schon genug vergossen. Hätte ich Ihre Ausbildung, würde ich mich nach Hause schleichen. Aber hier ist es sicherer. Und meine Testergebnisse sind da. Ich darf endlich zurück in den aktiven Dienst. Das will ich nicht durch Probleme mit der Staatspolizei gefährden. Welche Einheit sind Sie bei Ihrer nächsten Mission zugewiesen? Der von MacReady. Wirklich? Ich dachte... Er hat mich sogar empfohlen und meinte, ich schieße besser als sein gesamtes Team. Das ist toll. Bis später, Aria. Bis dann, Adam. Wir sehen uns im Einsatz. Okay.
Also offensichtlich hat MacReady dann doch kapiert, dass die Augmentierten nicht ganz so scheiße sind, wie er sich das so vorstellt. Oh, was ist denn das? War ich da schon? Ich glaube nicht. Nee? Okay, das hier kenne ich noch nicht. Was ist denn hier drin? Ah, hier ist die Security, okay. Offensichtlich... Oh, was bist denn du? Hallo? Wir haben ein Team geschickt, um die Garmanlage zu untersuchen. Ja, offensichtlich aber nicht viel. Wenn es in der Anlage in den Schweizer Alpen irgendeinen Hinweis gibt, dann finden wir ihn. Ich hoffe nur, dass das bald passiert. Ja, ich kann es verstehen. Ich wüsste eigentlich auch gern mehr. Mal gucken, wo komme ich hin? Die haben hier voll die mittelalterlichen Zellen, wie hart. Das ist ja mal geil. Was ist das hier für Hörraum? Oh, mit einem ganz fiesen, einsamen Stuhl mitten im Raum, geil. Okay. Und wer sitzt hier drin? Ah, hier ist die gute Allison Stanek untergebracht. Hallo. Ich kann leider nicht mit dir reden und wenn ich versuche hier zu hacken, habe ich wahrscheinlich ein Problem. Hallo. Allison, wie geht es Ihnen? Sie haben Victor verfolgt. Was ist passiert? Ich kann nur sagen, dass ich ihn noch nicht habe. Und Sie? Werden Sie anständig behandelt? Ja, schon. Das Verhör war simpel. Ich habe alles über Victor erzählt, was ich weiß. Also nicht viel. Haben Sie das freiwillig gemacht? Die Vernehmende hat mich an meine Kommandantin beim EOD erinnert. Sie war nicht augmentiert, hat uns aber gut behandelt. Und nach dem Zwischenfall hat sie zu uns gehalten. Sie klingen besser, als hätten Sie etwas Frieden gefunden. In der Einzelhaft konnte ich meditieren und nachdenken. Ich habe mich nicht immer so gequält gefühlt, so wütend, so einsam. Erinnerungen sind gut. Was sie mir gegeben haben, kann ich nie wieder gut machen. Okay. Sie kommen mich besuchen. Naja, also nicht direkt. Oh cool, ich kann hier rein. Gibt's hier irgendwas? Ein Waschbecken und ein Klo und ein... hässliches Bett. Okay, nee, doch nicht. Aber hier ist ein Buch. Cool. Ah, UN-Resolution 3507 von 2029. Der Sicherheitsrat stellt fest, dass die Trennung und Diskriminierung von augmentierten Menschen sowie Konflikte im Zusammenhang mit ihrem Status eine klare und anhaltende Gefahr für den Frieden und die Stabilität auf der Welt darstellen. Unterstreicht die Bedeutung, die er dem Respekt vor Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle unabhängig von Augmentierungen beimisst und erlässt im Einklang mit Kapitel 7 der überarbeiteten Charta der Vereinten Nationen daher folgende Resolution. Erstens, die verpflichtende Verwendung des von der Tai Yong Medical Corporation entwickelten Dämpfungschips für alle augmentierten Personen wird autorisiert. Zweitens, alle Mitgliedstaaten haben Sorge zu tragen, dass ihre augmentierten Bürger innerhalb von 24 Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Resolution entsprechend behandelt werden und ihnen die nötigen rechtlichen Unterlagen ausgehändigt werden, um dies nachzuweisen. Drittens, alle Mitgliedstaaten haben die Befugnis, ihre Bevölkerung vor jenen augmentierten Personen zu schützen, die die Implantation des Chips verweigern, indem sie diese Personen in sichere, geschützte, getrennte Viertel und/oder Wohnanlagen verbringen, die permanent überwacht werden. Viertens, die Regierungen der Mitgliedstaaten sind angehalten, derzeitige Gesetze und Vorschriften schrittweise auslaufen zu lassen, die die Rechte augmentierter Personen beschränken, wenn diese die Implantation des Chips nachweisen können. Dies gilt beispielsweise für das Recht der Grenzüberschreitung sowie der Aufnahme einer Arbeit bzw. des Dienstes für nationale oder internationale Organisationen. Die UN-Beobachter sind über diese Prozesse auf dem Laufenden zu halten. Fünftens, der Sicherheitsrat bleibt aktiv mit der Angelegenheit befasst. Oh, leck. Okay. Ich verstehe, warum das für die ganzen Augmentierten so ein Riesenproblem ist. Denn im Grunde bedeutet das ja nichts anderes, außer ihr lasst euch durch den Chip fernsteuern oder aber ihr hängt in irgendwelchen augmentierten Ghettos. Oder im Knast. Oder was auch immer. Und das ist ja mal richtig übel. Meine Herren. Da kriegt man ja so richtig überhaupt keinen Bock auf den ganzen Kram mehr. Heftig. Das ist einfach nur heftig. So, haben wir hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nee. Sieht schlecht aus. Und ja, ich könnte hier auch wieder irgendwie rumhacken, aber
Ganz ehrlich, Leute, das ist mein Arbeitsplatz. Ich möchte es jetzt nicht übertreiben. Also zurück auf die Straße. Wir haben ja noch so ein bisschen was vor uns. Ja, ich bin Adam Jensen, der tolle Agent. Der sexy Kerl. Mal abgesehen davon, dass der arme Mann hier die ganze Zeit so viel Stress hat und irgendwie noch nicht mal eine kleine Affäre für ihn rausgesprungen ist. Also das finde ich jetzt nicht so nett. Also irgendein nettes Mädel oder irgendeinen netten Kerl hätten sie doch für ihn hier, ne? Ich weiß ja nicht. Es muss ja furchtbar frustrierend sein, die ganze Zeit so viel Stress und überhaupt. Okay, also da draußen sind immer noch die wild gewordenen Bullen unterwegs. Die hier übrigens fies Leute einsammeln. Oh, alter Schwede. Oh, ich fürchte, dass alle Wege durch die Stadt jetzt richtig, richtig nervig werden. Weil ich muss ja die ganze Zeit dann durch diese dummen Sperrzonen durch. Genauer gesagt, immer aufpassen, dass mich nichts erwischt. Oh, so ein Dreck. Also da habe ich jetzt schon so richtig überhaupt keinen Bock drauf. Ich gebe es ja zu. Ja. Erstmal vorsichtig hier raushüppeln. Wer ist da? Wer spricht hier? Daria! Von dem Tatort! Erinnern Sie sich? Ich bin zu Hause, in dem Apartment gegenüber von ihr. Bitte, schnell! Ich glaube, er... Sind Sie noch da? Daria! Ja, okay. Ich denke mal, ich sollte zuerst mal zu Hause vorbeischauen. Was ist das hier? Samistad SOS. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal hier irgendwie drum kümmern. Das ist sowieso in dem Viertel. Prekatka, Gott, ich hasse es. Leute, diese tschechischen Namen, die sind wirklich übel. Wenn man kein Tschechisch kann, klingt das grundsätzlich bescheuert. So, mal gucken, ihr guckt alle weg. Dann kann ich mich hier mal kurz entlang schleichen. Hoffen, dass mich hier keiner sieht. Muhaha. So. Jedes bisschen gesparte Energie ist gute Energie, denn ich fürchte, ich werde das alles noch häufig genug brauchen, um mich hier entlang zu bewegen. Oh Mann. Das ist schon so ein bisschen ätzend. Also sie wollen einen definitiv dazu bringen, dass man so ein bisschen seine Biozellen verbraucht. Und nicht zu viele spart. Aber ich glaube, ich habe bei der letzten Mission auch ein paar zu viel rausgehauen. Jetzt bräuchte ich so eine Fähigkeit, mit der ich ein bisschen die Leute ablenken kann. Das wäre richtig geil. Komm ich denn jetzt hier irgendwie vorbei? Also wenn ich mich hier so im Schutz der Autos bewege, dann habe ich eigentlich recht viel Glück, glaube ich. So, mal gucken. Wow, Alter. Das ist echt so richtig Adrenalin pur hier. Immer schön gucken, dass einen keiner sieht. So, da guckt jetzt jemand in meine Richtung. Ich glaube, das ist nur einer. Da sollte ich eigentlich dran vorbeikommen können, hoffe ich mal. Vor allem, wenn der sich irgendwie in die andere Richtung bewegt, guckt, was auch immer. Okay, der guckt definitiv in die andere Richtung. Ist ja schon mal ein Anfang. Wow. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ein bisschen sehr knapp. Ich hoffe mal, der guckt jetzt nicht hier direkt hin. Hallo, du lieber Polizist. Ich bin ganz harmlos. Ich bin nur der schleichende Opti, der hier irgendwie vorbei will. Ja, du, ich mag dich auch nicht, Mädchen. Ich komme hier natürlich nicht oben rum, fürchte ich. Ist alles so ein bisschen unerfreulich.
Wow. Ich bin nur froh, dass ich zum einen entweder relativ gut rauf und runter hüpfen kann, zum anderen relativ gut schleichen kann. Guck ich mal, ob ich an dir irgendwie vorbeikomme. Oh, das ist gut hier. Die Straßen sind sicher fürs Erste. Alter Schwede, ist das unschön. Ich frage mich nur, wie ich da reinkommen soll. Weil ich meine, wenn da so viele Bullen sind... Oh, Leute. Wie soll ich denn da lang gehen? Das wird sicher sehr, sehr teuer, energetisch gesehen. Ah, weg hier, weg hier. Möglicherweise so hin, dass mich hier erstmal keiner sieht. Boah, Alter. Ist das unerfreulich. Boah, da ist jetzt auch der Eingang zur U-Bahn. Irgendwie muss ich da doch reinkommen. Sonst komme ich hier im Leben nicht weg. Echt jetzt? Das macht so richtig gar keinen Spaß. Die stehen da natürlich auch so unerfreulich. Ach, herrje. Lalala. Wenn ich jetzt da versuche reinzurennen, dann kriegen sie mich auf jeden Fall. Das fürchte ich jetzt schon mal ganz, ganz böse. Gucken wir mal, ob ich es schaffe, hier hinzukommen. Okay, das geht schon mal. Puh. Muss ich nur darauf warten, dass die da irgendwie ganz generell weggucken. Dreht euch woanders hin, Jungs. Dreht euch woanders hin. Na komm. Denken die wirklich, die Unruhen könnten auf die Stadt übergreifen? Vielleicht sind unten aber auch keine. Das wäre natürlich geil. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich dort unten rein. Oh. Immer so Stress. Naja, gut, testen wir es einfach mal. Hier ist tatsächlich kein Polizist mehr. Wow. Alter, fieses Geschütz. Okay. Ah, aber hier haben sie so ein praktisches... Ah, das nenne ich mal gut. Sehr geil. Okay, das Geschütz steht hier zwar rum und soll fiese Optis offensichtlich weghalten, aber ich komme hier durch diese Sicherheitssperre durch. Ich muss nur mal gucken. Ah, okay. Die britzelt hier eine Weile und dann... Okay. Kommt man hier dann auch durch. Das ist jetzt mal nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier lang. Okay. Das nächste Mal dann. Okay, das hätte ich mal geschafft. Pum. Ist jetzt nur die Frage, wie komme ich von hier weg, ne? Ich meine, es fährt doch hier sicherlich... Wie komme ich hier hin? Ja? Oh, er muss laufen, okay. Oh, der arme Jensen. Ach, jetzt darf er noch nicht mal mehr im Opti-Container fahren. Nein, jetzt muss er zu Fuß durch die Gegend rennen. Lalala. Okay, er kann einem echt leid tun, der arme Kerl. Und es ist auch noch langweilig. Ich sehe schon. Okay, den Shop möchte ich nicht geschenkt haben momentan. So, das heißt, wir haben es hierher geschafft. Was ich ja schon mal sehr sympathisch finde. Boah.
Aber dort oben steht dann ganz bestimmt auch wieder so ein beknacktes Geschütz rum. Mal schauen. Oder? Ist hier keines? Ach, hier sind Leute. Okay. Oder? Hier sind Leute. Denken Sie wirklich, die Unruhen könnten auf die Stadt übergreifen? Okay. Da ist auch wieder so ein Gebritzel. Okay. Ah. Puh. Wenn es hier doch mal irgendwie so einen alternativen Ausgang gäbe, das fände ich hier sehr sympathisch, aber gibt's nicht. Und da ist auch noch eine Kamera. Alter Schwede. Wie unschön. Also so kleine Herausforderungen gibt es hier definitiv. Ach, Mann, Mann. Na komm, dreh dich in die andere Richtung, Kumpel. So spannend ist es hier nicht. Nee, es ist keine Kamera hier, okay? Regen saufen sogar Enten ab. Okay, er hat keinen Bock auf das Wetter. Kann ich auch noch vollziehen? Hätte ich auch nicht. Ich wusste, Ruckers Tod würde Folgen haben. Wow. Guck nicht so häufig hier in meine Richtung, Junge. Das ist hier richtig, richtig herausfordernd mit diesen dummen... Ich wusste, Teil. Kann ich die nicht irgendwie ausschalten? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Das wäre zu schön gewesen. Wie lange das hier wohl noch dauert? Es hat gerade erst angefangen. Es wird noch um einiges schlimmer werden, bevor es besser wird. Oh, fuck. Zu glauben, dass ein einziger an der ganzen Scheiße schuld ist. Man muss ja fast Respekt haben vor so viel Macht oder Einfluss. Alter Schwede, okay, es wird unerfreulich hier. Oh, fuck. What? Nee. Nein, ich brauch das jetzt nicht. Oh shit, ich muss mir mal eine neue Biozelle craften. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie einmal zu häufig auf das Ding drauf geklickt. Ah, shit. Oh Mann, das ist ja... Da freue ich mich ja schon richtig hier. Okay, ich habe es jetzt nicht mehr so sehr weit bis nach Hause, glaube ich. Da muss ich hin. Mensch Leute, ich mag euch echt nicht, ihr Polizisten. Ihr seid wirklich unerfreulich. Also dann mal ab hinters Auto, würde ich mal sagen. Und hoffen, dass mich hier keiner sieht. Uah. Du glaubst wohl nicht, dass es richtig ist, was wir hier tun. Wie viele sind das denn hier? Sie kommen wahrscheinlich nach Gollum City. Da gehören diese irren Technos und ihre Ascension. Okay, es ist jetzt nicht mehr so sehr weit. Ich hoffe mal, dass ich es zumindest hier um die Ecke irgendwie schaffe. Dadurch, dass ich langsam sein muss, ist die Sache natürlich noch besonders eklig. Mal hier kurz aufladen. Wow, fuck you. Das ist so richtig unschön. Ich
Geh doch einfach woanders hin, geh sterben. Komm schon, Opti, versieß mir den Tag. Welcher Opti? Hier ist kein Opti. Ich sehe hier keine Optis. Puh, okay. Also ich glaube, hier sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Ich komme hoffentlich zumindest zu Jensens Apartment, ohne dass es ein Riesenproblem wird. Yep, das sieht gut aus. Wow, yes. Okay. Ich glaube aber, ich werde jetzt erstmal zu den Verkäufer hinlatschen. Und bei dem mal gucken, ob ich noch irgendwie Biozellen kaufen kann. Das wäre jetzt richtig gut. Hallo? Was immer du brauchst, ich hab. Du willst Waffen? Könnte interessant sein. Mhm. Ich verkaufe Waffen. Ja, hab ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Ich kauf gern Biozellen von dir, Junge. Viele Biozellen. So viele du hast. So, erstmal kaufen. Verbrauchsobjekte, Biozelle. Oh ja, ja. Er hat zwei, Gott sei Dank. Hä? So. Was hat er hier noch? Zubehörteile. Oh, das ist auch gut. Da kaufe ich mal eines. Also 100. Die werde ich sicherlich brauchen können. Und dann gucke ich mal, was ich verkaufen kann. Und ich habe hier auch so diverses Zeug rumliegen, das eigentlich kein Mensch braucht. Was haben wir denn hier? Schalldämpfer, Holovisier. Die habe ich bisher eigentlich nie gebraucht. Ich werde sie einfach mal verticken. Betäubungspfeile sind prima. Pistolenmunition, das darf weg. Was habe ich hier? Hydraulische Mikropumpe. Das kann man auch vertauschen. Oder Schockgranate? Nee. EMP-Granate, Rauchgranate, Gas. Die Dinger kann ich verticken. Oh, das ist schön. Die geben richtig viel Geld. Muhaha. Tesla-Patronen. Nee, den Rest werde ich einfach mal behalten. Weil ich schlicht nicht weiß, was ich davon jetzt noch brauche. Na, das will ich nicht verkaufen. So, mal gucken, ob ich noch irgendwas erstehen kann. Taktische Schrotflinte. Was haben wir hier Schönes? EMP. Tesla-Patrone, Elektroschockpfeil, nee, Hammer, alles. Du vergeudest meine Zeit. Hey Kumpel, ich hab dir ziemlich viele Sachen aufgekauft gerade eben. Mach's nicht rum. Dich. Zeit ist Geld. Boah, Alter. Ist da mal wieder schlecht drauf hier. So. Upsa. Die nehme ich mit. Die sind bei mir besser aufgehoben als bei dir. Viel besser aufgehoben, glaub's mir, Junge. Tars ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Okay, ihr Lieben. Nachdem das hier glücklicherweise eine sichere Zone ist, kann ich euch auch ohne schlechtes Gewissen verlassen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich mich hier in Prag umsehe und schaue, dass ich alle Missionen noch irgendwie hinkriege, die gemacht werden müssen. Macht es gut, habt eine schöne Zeit. Bis denn und tschüss.